Hallo liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zur Ausgabe des Weekend Flashback Magazins. Mein Name ist Franzi und wie ihr seht, war ich heute vielleicht ein bisschen übermütig. Ich bin ganz schön am Zittern. Damit es euch nicht genauso geht, zeige ich euch im Laufe der Sendung zwei coole Aufwärmübungen, die ihr vor dem Laufen machen könnt. Aber bevor es losgeht, schauen wir erstmal in den ersten Beitrag rein. Den Start machten am Samstagabend die Spreefüchse. Diesmal zu Gast im Fuchsbau war die TG Nürtingen. An das extrem knappe Hinspiel werden sich beide Mannschaften wohl noch gut erinnert haben. Dieses Mal sorgten die Spreefüchse mit einem 28:20 Sieg, aber für klare Verhältnisse. So ihr Lieben, jetzt wird es aber wirklich Zeit für unsere Aufwärmübung, denn ich bin am Frieren, wie ich euch sagte. Das heißt, vor dem Laufen, ganz wichtig, aufwärmen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie eine kleine Mauer, eine kleine Bank bei euch im Park. Nutzt die auf jeden Fall aus für eine kleine Stretching-Übung. Das heißt, streckt einfach ein Bein nach vorne aus, richtet die Hüfte gerade aus und dann geht ihr ganz vorsichtig in die Dehnung rein für eure Hamstrings, zu Deutsch Beinrückseite. Ja, einfach so ein bisschen reinspüren, nachfedern ist auch erlaubt. Und dann wechselt ihr natürlich die Seite. Übung Nummer 2 folgt gleich. In der letzten Sendung habe ich euch versprochen, heute wird es nass. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn wir waren bei zwei Schwimmveranstaltungen mit dabei. Den Anfang macht Nepolympia. Lasst uns gemeinsam reingucken. 600 Teilnehmer, 3000 Starts. Das ist die Nepolympia. Ein Schwimmwettkampf für alle. Vom Breitensport über Fördergruppen bis hin zum Leistungssport. Aber damit noch nicht genug. Mit dem Wedding-Pokal stand ein weiterer großer Schwimmwettkampf in der Hauptstadt auf dem Programm. Mit ähnlich beeindruckenden Teilnehmerzahlen ging es beim Wedding-Pokal des SC Wedding zu. Die Möglichkeit, sich mit den passenden Zeiten für die Berliner und Norddeutschen Meisterschaften zu qualifizieren, war für die Starterinnen und Starter ein besonders großer Ansporn. Wir von Hauptstadtsport TV haben schon ziemlich oft über die Wasserfreunde Spandau berichtet. In Spandau kann man aber nicht nur Wasserball spielen, sondern auch richtig gut tanzen. Lass uns mal gemeinsam reinschauen, was beim Sportlerball in Spandau am Wochenende los war. Der Spandauer Sportlerball. Eine Veranstaltung, die seit über 30 Jahren ihre Tradition findet. Untermalt wurde die Veranstaltung mit den Aufführungen der verschiedenen Tanzgruppen des SC Siemensstadt. Während ihr wahrscheinlich jetzt gemütlich auf dem Sofa sitzt und die Hauptstadtsport-TV-Sendung schaut, bin ich schon wieder fleißig am Trainieren. Und zwar mache ich mich immer noch warm für den Lauf im Wall-Sit. Das heißt, um die Beine, vor allem die Oberschenkel, zu aktivieren, ist es super, wenn ihr euch einfach gegen eine Wand lehnt, das Gewicht in die Fersen presst und euch vorstellt, wie auf einem Stuhl an der Wand zu sitzen. Sieht erstens cool aus und macht zweitens richtig fit. Ich bleibe hier noch eine Weile und dann gucken wir gemeinsam, was nächste Woche so los ist. Am nächsten Wochenende steht ein Fechtsport-Event der Superlative an, der Weiße Bär von Berlin. Am nächsten Sonntag geht es für uns wieder ins Wasser. Die Wasserfreunde Spandau empfangen den ETV Hamburg in der Sport- und Lehrschwimmhalle in Schöneberg. Das war's von dieser Woche. Das Flashback-Magazin habt ihr nächste Woche zurück. Mich auch. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde laufen. Bis zum nächsten Mal.